So, hallo, wir machen weiter bei GeoGuessr. Und ich habe jetzt in OBS, ich meine, ich habe OBS schon eine ganze Weile, aber ich habe jetzt rausgefunden, dass man hier auch ein paar Filtereffekte auf zum Beispiel das Mikrofon legen kann, sodass ich glaube, jetzt haben wir weniger Störgeräusche. So, das hätten wir jetzt, glaube ich, schon 2 Jahre lang oder so haben können, aber ich war nicht in der Lage dazu, das zu finden. Jetzt habe ich herausgefunden, ne, wenn man bei Mikrofonen auf dieses Rädchen dreht, dann gibt es da Filter. Und bei Filter gibt es dann sowas wie Noise Suppression und so Kram, wo sozusagen sowas wie Hintergrundgeräusche rausgefiltert werden. Außerdem geht das Mikrofon jetzt nur noch ab einem gewissen Schwellenwert an. Das heißt, wenn ich mal so ein bisschen reinatme, sollte es nicht ausreichen, dass das Mikrofon sagt, hey, jetzt nehme ich auf. Dürfte dadurch bisschen angenehmer werden. Wie gesagt, hätten wir jetzt schon ein bisschen eher haben können. Aber hey, vielleicht ist es jetzt dann etwas angenehmer. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich starte wieder meine Playlist. Ich habe die gleiche, also ich habe nicht weitergehört. Das heißt, wir sind im Prinzip genau da, wo wir aufgehört haben mit der QMU-Playlist und es dürfte somit weiterhin nichts Wiederholendes jetzt kommen. Ich denke, so eine Zeit lang werden wir erstmal die Lieder hier hören und so schnell wird da nichts Neues. Also nichts wird sich wiederholen, sondern es wird immer wieder was Neues laufen. Das wäre zumindest mein Plan. Gut. Genug gequatscht. Daily Challenge. Schauen wir mal, wie lange wir jetzt wieder GeoGuessr machen. Ich denke mal so, weiß ich nicht. 4, 5 Parts oder je nachdem, wie lange, im Prinzip, wie lange ihr Lust drauf habt, wie lange ich Lust drauf habe und wie lange sich das Ganze halt ergibt. Napoleon Distanberg. Was steht hier drauf? Nein, 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 ich will die Schrift da drauf lesen. Ach, ich komme ich da nicht hin. Utgitsondero. Ah, oh, wo sind wir hier? Okay. Start, Verhüse Service. Und diesmal geht es ja nicht nur wieder ums Land, sondern es geht ja vor allem auch darum, sich wirklich passend zu positionieren. Café René, ja, das könnte ja überall sein, alles bisher. Bitch. So rein von dem her, jetzt ohne die verschiedenen, ohne die verschiedenen, ohne die verschiedenen Sprachendinger hier, ne, dass man hier das halt nicht erkennt. Das klingt Strat, es hat irgendwas Niederländisches. Weiß es nicht. Irgendwas Niederländisches. Ist auf jeden Fall eine europäische Stadt, würde ich sagen. Alleine so dieses Ganze hier, das ist eine europäische Stadt. Aber Uitgesonderd Vergunning, ich bin erst auf Niederländisch gedacht, aber irgendwie. Ist Straat? Was ist Straat? Ich meine Straße, ja, aber ich meine, was für eine Sprache? Was ist Straat? Ich gehe aktuell, würde ich, also wenn ich jetzt nichts Besseres finde, dann gehe ich spontan in die Niederlande. Ja, das ist schon. Das ist sowas von Niederländisch jetzt. Spareplanen, Wohnkredit. Das ist sowas von Niederländisch. Ne? Wenn man einen Teil nämlich versteht, obwohl es ein anderes Land ist und man in Deutschland lebt, dann ist es Niederländisch. So, weil da so viel deutsche Elemente drin sind. Und ich. Weil natürlich wird überall für Werbung IKEA gemacht, aber ich glaube. Wobei, Ikea.be. Sind wir in Belgien? Oh, verdammt, wir könnten in Belgien sein. Ich gehe auf die Grenze zwischen Niederlande und Belgien. Dann könnte ich. Ich meine, es geht ja nur um die Richtung. Okay, wir waren also auf jeden Fall komplett in Belgien und zwar in Gand. Ja, Gent. Dann habe ich zumindest jetzt ein bisschen mehr Punkte rausgeholt, als wenn ich mich in die Mitte von den Niederlanden reingesetzt hätte. Ne, ich bin so recht nah dran. Insofern ist das völlig in Ordnung. Aber ja, und ich muss jetzt schnell machen, die Zeit ist abgelaufen. Und zum Fail vom letzten Part
ganz kurz mit dem Australien. Ich denke, mittlerweile habt ihr es selber gesehen. Die Sterne auf der Flagge hatten eine andere Farbe und ich habe da nicht richtig hingeguckt und es sah halt aus wie die australische Flagge. Aber es waren die Sterne, die hatten eine andere Farbe. Deswegen war es Dings war was geraten wurde. Das daneben. Neuseeland. Das wurde geraten und das dachte ich war Australien von der Flagge her, weil da sind die Sterne rot, da sind die Sterne weiß. So, aber es hat jetzt keine Bewandtnis. Nice, auf dem LKW steht schon mal gar nichts drauf. Das heißt, wir können wieder nur in eine Richtung fahren, bis wir irgendwas Brauchbares finden. Ah! Ich hasse das, wenn ich was mache. Da war irgendein Schild. Jetzt müssen wir nochmal zurück. Da ist das Schild, oder? Nein, das ist es nicht. Aber da kann ich die Sprache rausfinden. Ach, löscht euch. Ja, da war irgendein grün. Da ist das grüne Schild. Zurück ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Toll. Das ist wieder so. Oh nee, das ist wieder so. Kann überall sein. Oh nein. Benito Juarez. Das sagt überhaupt nichts aus. Könnte da was draufstehen? Nope. Hier irgendein Hinweis erkennbar? Auch nicht. Oh, jetzt überholt das Google Auto. Der NASA. Da werden ordentlich viele Pferde transportiert. Oh, das sind aber ganz schön. So viele Pferde auf so eine. Also, das ist auch. Transport. Uff. Hier. Acedo. Thaler. Ja, keine Ahnung. Es könnte im Moment wieder alles sein, was so ein bisschen in die, weiß ich nicht, südamerikanische, afrikanische Richtung driftet. Es sind halt so viele Möglichkeiten. Schon wieder so eine Straße, auf der ich absolut nicht stranden möchte. Weil hier scheinen ja auch oft genug Autos vorbeizufahren, aber es ist schon puh. Da ist ein sehr großes Schild. Nützt mir nix. Ja, F. 20 Sekunden. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich kann irgendwas in Afrika raten. Oder Spanien oder ja, so Kolumbien. Ich geh mal nach Kolumbien, weil warum nicht? Naja. Südamerika. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Das ist halt alles, ne, so sprachentechnisch. Das ist halt alles. Los Angeles? Okay. Was? Was? Okay. Los Angeles. Das ist halt alles so sprachentechnisch. Wenn du da nur einen Text findest, das könnte alles davon sein. Das macht sprachentechnisch einfach keine Erkennungsdifferenz erstmal. Okay. Im Wintergebiet. Das könnte natürlich schon mal Alaska oder so in die Richtung gehen. Ist halt die Frage, ob das jetzt im Winter aufgenommen wurde oder ob es halt da wirklich oft Winter ist. Da halt ständig. Ah. Ja, wir haben ja ein bisschen Zeit. 2,5 Minuten können wir ein bisschen durch die Gegend fahren hier. Naja gut, für Alaska ist es ein bisschen zu kahl noch. Also das ist eher so, weiß ich nicht. Der Nord- oder Südpol müsste ja komplett. Ich meine, es könnte oberes Russland sein. Sowas wäre möglich. Da wird es halt mit der Zeit so der Übergang. Da wird es so mit der Zeit so. Okay, da war ein Schild. Kann ich das Schild? War da ein Text drauf? Wo ist das blaue Schild hin?
Da. Nicer Text. Der Zebrastreifen, da bringt es auch so viel, wie hier los ist. Krass. Kann man auf jeden Fall nicht ohne Zebrastreifen über die Straße gehen. Okay, also verkehrszeichentechnisch ist es auch bisher sehr normal und gewöhnlich. Okay, jetzt kriegen wir, jetzt kriegen wir, jetzt kriegen wir, jetzt kriegen wir, jetzt gehen wir in eine Richtung. Rodemhaus. Sieht top. Das hat was Russisches. Das hat was Russisches. Na? So vom Schreibstil her hat es was Russisches. Jetzt wird es hier immer beschneiter. Kann reden. Oh, und es geht nicht weiter! Hier hört diese Karte einfach auf. Nein, ist wieder am Ende angekommen. Ja, jetzt, dann kann ich jetzt auch ab hier raten. Also, wir gehen nach Russland. Irgendwo nördlich, wo es ein bisschen. Ja, toll, es ist halt. Fängt halt überall schon an, so ein bisschen schneeig zu werden. Ja, das kann jetzt alles. Keine Ahnung, ich gehe hier hin. Oh moin! Oh moin! Mongolien. Es ist Mongolien. Mongolia, was ist Mo. Was ist Mongolien? Oder Mongolei? Ich habe ja schon den Fail gebracht mit Tschechien und Tschechei, ne? Also. Ist Mongolei, oder? Mongolien. Ich glaube, Mongolien gibt es gar nicht. Ich weiß es nicht. Okay, das sieht doch sehr deutsch aus. Ja. Oder zumindest niederländisch. Museum, Rockhaus, Reitbrook klingt halt schon wieder komisch. Der Weg klingt wieder normal. Können wir auf die andere Seite von dem Schild noch gucken? Freilichtmuseum, Rieckhaus. Nee, das ist deutsch. Was war denn dieses Brook dann? Reitbrook. Nie gehört. Okay, wo sind wir? Wir sind in Deutschland. Vermute ich. Aber wo? Neue Bushaltestelle, Bushaltestelle. Jetzt müssten wir es halt lesen können. HVV. Welcher Busverband ist HVV? Wofür könnte HVV stehen? Jetzt genauer? Scheiße. Scheiße. Aber ich glaube, wir verlassen hier gleich den Ort. Wir verlassen hier, glaube ich, gleich die Ortschaft. Dann sehen wir zumindest einen Landkreis. Wenn wir Glück haben. Wir verlassen noch nicht den Ort. Aber wir haben auch noch 1 Minute 30. Ich muss mich nicht hetzen. Auf jeden Fall nördlicher, würde ich sagen. Irgendwas Norddeutschland aktuell. Würde mich nach Norddeutschland setzen im Moment. Ist das alles nur so ein Nest oder ist das einfach ein riesiges Dorf? Krieg kein Ortsschild. Muss einfach in ein ganz langes. Hier neue Bushaltestelle. Auch nicht besser lesen kann. Oh! Autobahn! Autobahn! Was ist das für eine Nummer? Bergedorf? Spuck? Was ist das für eine Autobahnnummer? 25! So 25, A25. Sehe ich ganz schnell die A25 irgendwo? Irgendwo im Norden A25? 18 Sekunden, ich weiß, ich klicke gleich irgendwo hin. 25, A25 irgendwo. Gehen wir, keine Ahnung, es wird irgendwas. Hier 24, ich weiß es nicht. Ja, nah genug dran.
nah genug dran. Wir waren im Naturschutzgebiet. Kirschwerder Wiesen. Bei Hamburg. Ah, HVV schattet mit Hamburg. Okay, da gibt's denn. Hamburger. Weiß ich nicht. Irgendwas Verein. Okay, aber die 25 habe ich nicht nah genug angezoomt, um die zu sehen. Die ist nicht aufgetaucht. Na, wenn ich hier nicht zu nah ranzoome, dann taucht die 25 nicht auf, als er nicht so groß ist. Da kommt sie jetzt. Okay. Aber ich habe ja, ne, ich lag schon ganz gut richtig mit Norden und so weiter. Okay, so. Da kriegen wir direkt schon mal Sprache. Dobrodosli, welcome, willkommen. Okay. Also Deutsch ist mit dabei. Wir sind an der Grenze zu Deutschland irgendwo. Dobrodosli, ist das... Sind wir wieder tschechisch unterwegs? War da nicht gerade noch ein Schild irgendwo? Schild technisch? Ich dachte, da war noch mehr, was ich hätte lesen können. Ah, das da wollte ich lesen. Ah! Kann ich das nicht lesen? Toll, danke. Das ist so ungenau. Was hängt da für eine Flagge? Ah. Ne, das ist irgendwie so Touristengebiet, Touristenregion. Wo sind wir willkommen hier? Dobrodosli, welcome, willkommen. Also es ist einmal in der Landessprache, dann Englisch, dann Deutsch. Ich würde allein schon daraus würde ich eigentlich, Oh, was? Das da oben müsste man... Oh nein, ich kann es nicht erkennen. Wieso kann man das nicht lesen? Warum ist das zensiert? Das ergibt keinen Sinn. Warum ist das zensiert? Ja, danke. Es ergibt literally keinen Sinn, hier zu zensieren. Why? Das ist ein Slo für Slowenien. Slowenien. Hier irgendwas. Aber dass da Deutsch ist, finde ich. Ach, naja, gut, könnte ich. Okay, dann würde ich sagen, die Grenze zu Österreich. Grenze zu Österreich. Weiter suche ich jetzt nicht. Ich gehe hier hin. Oh. Okay. Aber hey. Ich hatte aber voll recht mit Grenze zu, ne? Grenze zu Österreich war gut. Ich meine, wenn ich schon Slowenien sage, sollte ich mich da vielleicht auch hinsetzen. Ah, okay. Aber rein von dem Slow hätte wäre das auch noch in Ordnung gewesen. Ja, okay. Oder waren wir sogar noch in Österreich? Lol, wir waren halt exakt an der Grenze. Wow. Ja gut, exakt an der Grenze musste sein, wegen dem Schild. Ja, sick. Ach, das war's schon. Das war die Daily Challenge. Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte erreicht diesmal. Und aber auch hier wieder einen Kollegen mit 25.000. Es sind andere Kollegen mit 25.000. Also wenn, dann cheaten nicht immer die gleichen. Schon merkwürdig. Ach, und ich habe schon wieder vergessen, hier mein Dings zu machen. Kann ich das jetzt schnell machen? Nicht, dass ich jetzt hier... Ich bin mal ganz, ganz kurz, nicht wundern. Ich habe nur ein bisschen Bedenken gerade.
Lass hier gleich meine E-Mail-Adresse auf. Ja, moin! Das wär's komplett gewesen. Okay, wir machen ganz, ganz fix eine Sekunde. Wir haben es gleich, das geht ganz schnell. Ich habe alles griffbereit. Ich habe alles griffbereit, gar kein Problem. Alles, alles griffbereit. So, zack. Ah, ich kann da nicht weiter reinzoomen, das ist natürlich dumm. Also wieder runter. Nein, ich habe rausgeklickt! No! Nur habe ich da jetzt rausgeklickt. Na, was soll's? Leider kann man nicht raussuchen, kann nur reinzoomen. Machen wir das so. So. Nee, stopp, zurück. So, und jetzt kriegt ihr wieder Bild. Jetzt habe ich hier oben meinen Conan-Pin. Okay. Da, Conan-Pin. Jetzt sieht das auch nach einem guten Conan-Kun-88-Profil aus, wie das so sein sollte. Okay. So, Battle Royale. Wie lange haben wir jetzt eigentlich schon aufgenommen? Okay, 20 Minuten. Sagen wir mal nochmal 20 Minuten Battle Royale und dann... Okay. Oder bis ich gefrustet bin. Ich bin jetzt schon gleich gefrustet, wenn ich das hier schon wieder sehe. Okay, es sind schon zwei Länder raus. So, was steht da? Tienda? Ne, das ist es genau das, was ich... Ist es genau das? Ist wieder... Kann wieder alles Mögliche sein, was südliche Gegend ist. Da gibt es einfach viel zu viele Länder, in die so ein Afrika unterteilt ist. Okay, das Schild könnte gut sein. Das Schild könnte hilfreich sein. Cuidemos los Arbolos. Son el Pulmon de la. Ja, nicht so ganz. Okay, drei haben es richtig. Das ist nicht gut. Die ersten haben es schon richtig. Dann fahre ich jetzt wieder zurück. Da ist noch ein Schild. Never mind. Bestes Schild. Ja, komm, dann raten wir irgendwas in Südamerika. Weiß ich nicht. Kolumbien. Venezuela. Ecuador. LOL! Okay. Das sind Rateaktionen, die ich dann einfach nicht mehr nachvollziehen kann. Warjawski? Das ist doch voll tschechisch, oder? Polen, guess! Das ging jetzt halt auf Zeit. Seht ihr es, wie schnell das raus ist? Seht ihr es, wie schnell das raus ist? Jetzt können auch nur zwei Leute richtig liegen. Oh, zum Glück habe ich das PL gesehen gerade noch. Achso, habe ich... Das wäre ja Warschau gewesen, ne? Wollte ich schon wieder kompletten Blödsinn erzählen. Okay, diesmal ist noch kein Guess locked. Da ist ein Schild. Ich will dieses Schild haben. Ich will dieses Schild lesen. Ja, F. Lass mich zurück auf die Straße. Ich will das Schild lesen. Orange Shop Authorized Agent. Orange Money. Yanong Madi Agago Amo Mogaleng. Seite. Nein, wo ist er jetzt wieder hingefahren? E-Mail. Co. BW. Was ist BW? BW, 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 BW. Was könnte BW sein? BW. Scheiße. BW. Po BW. Botswana. Holy shit! Der erste Battle Royale, den wir gewonnen haben. Weil ich der Einzige war, der Botswana gefunden hat. Das macht das Icon.
Uff. Play again. Ja, nice. Das macht das Icon. Oh Gott. Okay, besser wird's nicht mehr. Also das, das war der Höhepunkt des Videos. Uff. So, ja, puh. Wie kann es denn jetzt schon jemand richtig haben? Kannst du mir sagen, wo wir sind? Nein, schade. Hilfsbereitschaft wird hier klein geschrieben. Es ist auch schon wieder irgend so was Südliches. Okay, Text. Nice. Jetzt bin ich richtig. Text. Ja, pff. Da sind wir raus. Vier Leute haben es richtig, also geht die Runde auf jeden Fall weiter. Wir haben es nicht. Da anfangen zu raten ist auch Schwachsinn. Es ist irgendwas Südliches. Irgendein von diesen ganzen. Achtung, ich muss niesen. Ich war schnell genug, um es zu sagen, aber langsam. Genug, um mich zu muten. Sorry. Play again. Senegal war's. Ja, pff. Wie soll man darauf kommen? Ich weiß es nicht. Wäre ich nie drauf gekommen. Hoppala. Okay. Spontan setze ich uns schon mal nach Europa. Die Häuser? Naja, die Häuser könnten jetzt auch so japanisch werden. So. Ja, die Häuser haben was Japanisches, oder? Yep, wir sind auf jeden Fall in Asien. Sollen wir Japan einfach mal... Ich muss Japan, ich muss ganz schnell Japan. Ja, moin. Puh! Neunter. An der neunten Stelle eingegeben. Ach so, nee, ich hätte nicht ganz schnell gemusst. Wir sind in der ersten Runde, jeder kommt weiter. Never mind. So. Berane, Güsinje... Okorika Elan Company Plav. Oh, jetzt läuft mir die Nase, weil ich genießt habe. ABS Retarder Euro 3 Deutsch. Wir sind in Europa. Aber wo? Hier gibt es auch Becksbier. Sportske Kladionice. Wir können ein bisschen noch warten, bis andere Leute falsch liegen. Und dann zuschlagen. Das ist irgendwie so... Okay, was ist jetzt schon alles raus? Polen ist raus. Lithuania ist noch nicht raus. Können wir es probieren? Schade. Das ist raus. Noch nicht raus. Schade. Montenegro. Okay. Okay. Ich muss mal ganz kurz mich muten und Nase putzen, sorry, weil sonst will ich hier die ganze Zeit die Nase hochziehen, das ist nicht schön.
Aber ihr habt ja schöne Musik. So. Okay. So eine Großstadt. Oh, okay. Ja, den Text kann ich lesen. Uff. Aber mehr Text. Zurück! Zurück, habe ich gesagt. Hier, dieses zurück. Ja, immer schön auf den Pfeil drücken. Wie ich in der Homepage. Nope. Ist das Saudi-Arabien so? Ist die Schrift arabisch? Ich fahre mal zu Waimi. Mann, ich habe noch ein bisschen. Achso, ich habe ja sowieso noch Zeit. Das Arabe. Das ist nicht. Das ist. Oh, ich hab weiß. Ich würde mal. Irgendwas in der Richtung. Aber was? Singapur. Schade. Jordan, okay. Jordanien war das. Hm. Es sind halt so viele Länder, die man nicht gut raten kann. Schon wieder irgend so was Afrikanisches. Wobei Südamerika, es ist halt, ne, Südamerika, Afrika, das ist immer so. Es ist fast krass. So, rein von dem, was, wo man hier landet, könnte es immer beides sein. Dann sind da halt so viele Länder mit. Na toll. Ist einfach schön. Ja, danke auch. Die Karte ging richtig weit in die Richtung. Also dann in die Richtung eben weiter. Ja, was soll ich tun? Ich kann nur anfangen, wieder irgendwas zu raten und Glück. Aber alleine hier anfangen zu raten, das ist halt pures Glück. Ja. Was soll ich tun? Wo waren wir denn? Ghana. Ja, wie gesagt. Es war halt pures Glück. Pures Glück. Es ist schon wieder dieses, ne, diese Richtung. Sag mal sagt man osteuropäisch? Oder eher, nee, Quatsch, das ist ja dann Asien. Westasiatisch? Weiß es nicht. Weiß es doch auch nicht. Das Indien? Könnte das Indien? Oder. Komm, ich probiere Indien. Was? Aber für Indien sieht es wieder zu. Ne, Indien wurde noch nicht ausprobiert. Ist noch nicht oben. Jetzt ist es draußen. Dann probieren wir jetzt diesmal Saudi-Arabien. Wollte ich vorhin schon. Ah, ist schon raus.
Ist schon raus. Was könnte noch sein? Irak, passt. Irak wurde auch schon ausprobiert. Und Iran schon ausprobiert. Die Karte sehe ich da oben auch. Ja, jetzt wird's kritisch. Haben wir Nepal schon? Nepal sehe ich da oben noch nicht. Ja, schade. Schon wieder! Okay. Mich zum zweiten Mal mit Dings gefoppt hier. Holy moly. Das ist schon wieder sowas. Okay, AFA Memorial Arcade. Was ist das hier? Honor of the Victims of 2002 IKEA Bomb Blasts. Okay, also irgendeine Gedenkstätte. IKEA Bombenanschlags. Wenn man jetzt wüsste, wo IKEA ist, also das ist der Ort IKEA, dann könnte man voll auf das Land gehen. Okay, da könnte eine Internetadresse draufstehen. Da könnte sowas von Internetadresse draufstehen. Malaria? Ja, wir sind auf jeden Fall in Afrika. Wieso steht da keine Internetadresse und wenn, dann ist sie nicht lesbar? Da könnte eine sein. Ich kann es nicht lesen. Ich habe irgendwo in Afrika. Bitte Afrika, weiß ich nicht. Südsudan. Oh mein Gott. Dieses Glück einfach, eins von diesen Ländern zu erwischen. Nicht normal. Schenker, Sinnes Logistics. Doch Safe Europa. Irgendwas Europäisches. Am Ende sind wir in Deutschland? Einfahrt! Willst du mich verarschen? Wobei, es könnte noch Österreich sein. Oh, ich hab Glück gehabt. Österreich-Schweiz könnte auch sowas wie McDonald's Einfahrt stehen, ne? Das ist natürlich möglich. Und Schenker hätte halt auch überall rumfahren können. So, das ist, ne? Das ist ja das Ding. Schau mal, welcher Ort ist. Jetzt gehen wir noch dem Ort nach. Welcher Ort ist denn das? Finden wir den Ort noch schnell raus? Zufällig? Ja, okay. Finden wir nicht mehr raus. Aber wir müssen auch mal wieder ein deutsches Deutschland-Quiz machen. Ist schon mal nicht Deutschland, aber es ist Europa. Spontan auf Europa gehen. Ja, scheiße. Velja Arva tut. Das ist irgendwas die nördliche Richtung. Und hier ist Schluss. Mist. Auf jeden Fall die nördliche Richtung. So Skandinavien, weiß ich nicht. Irgendwas in die Richtung. Aber ich habe halt nur noch einen. Nee, ich habe wieder drei. Hat man immer drei? Ich dachte, man hat insgesamt drei Leben. Dann kann ich ja durchrätseln. Hier, was damit? Nee. Was hiermit? Nee. Okay, dann lasse ich es jetzt erstmal. Jetzt hat's der erste. Ich muss jetzt ja schnell. Also ich bin dann schon raus. Was bleibt denn jetzt noch so übrig an Möglichkeiten, die so ähnlich klingen, was sein könnten? Polen? Polen passt nicht. Was trotzdem? Was war's denn? Ich hatte den Mauszeiger drauf.
Ich hatte den Maul. Oh. Die letzte Runde. Oder hatte ich den Mauszeiger drauf? Wartet mal anders wie. Wollte ich Bullshit erzählen? Ja, ich hatte den Mauszeiger drauf. Ach, siehste Manne. Aber es ist halt. Es ist halt reines Raten gewesen. Das ist nicht europäisch. Das sieht nicht europäisch aus. Avenue könnte USA sein. Ein Avenue kann noch viel sein, aber rein vom. Und wenn wir eh mal drei Leben haben, kann ich einfach mal USA ausprobieren. Nee, kann ich nicht, weil es gerade rausgeflogen ist. Dann Kanada ist auch gerade rausgeflogen. Ja, jetzt wird's interessant. Wo gibt's denn noch Avenues? Wir haben ja noch ein bisschen. Wir können noch ein bisschen rumfahren. Aber da ist eine Bushaltestelle. Omaris North Primary School. Kann ich nicht lesen. Die Zeit knapp. Ja, weiß ich nicht. Aber das passt alles nicht. In Mexiko schon passt alles überhaupt nicht. Nee, das ist Blödsinn, was ich jetzt. Das ist Blödsinn, was ich jetzt mache. Ach, na klar! Ja, wenn's so aussieht und es ist weder USA noch sonst, dann kann es eigentlich nur Australien sein. Da ist es auch von der Art her sehr identisch. Ja, ja. Scheiße. Mal neu dran. Das ist doch schon wieder was Europäisches. Wo ist das? Oh Gott! Ist das Dings? Ich meine, ich habe drei Leben. Was soll's? Moment. Das ist schon raus. Dann hier. Nee? Bin ich jetzt dumm? Nee, warte! Klar, Bratislava. Oh. Ist Bratislava nicht sogar die Hauptstadt? Fragezeichen. Oh Gott, ist das. Oh Gott, das. Ah, das ist. Es prasselt so auf einen rein. Dann macht man so einen Blödsinn und hinterher denkt man sich, was hast du für einen Schwachsinn in der Folge eigentlich erzählt? Oh Gott. Jetzt habe ich zwei Leben aufgebraucht, also hat man immer drei Leben. Immer. Das macht es ja viel einfacher zu raten. Ich dachte, ich habe einmal drei Leben für den kompletten Durchlauf. Das macht ja das Raten viel wichtiger. Okay. I see. Dann kann ich ja wirklich einmal. Okay. Muss das mal begreifen. Das sieht jetzt schon deutsch aus. Wenn ich deutsch, dann europäisch. Dann europäisch. Ja, okay, ist nicht deutsch. Was steht auf dem Schild? Noch gar nichts. Immer noch nichts. Also nicht deutsch, aber was steht da drauf? Luxemburg, Brüssel. Dann können wir auf jeden Fall durch Raten hinkommen. Nice. Ich meine, wenn jetzt hier Brüssel angezeigt ist, hätte zum Beispiel auch. Ja, eigentlich kann es nichts anderes sein. Allein schon, wenn da Luxemburg selbst steht. Ja? Allein schon, wenn da Luxemburg selbst steht. Was wäre auf dem Schild gestanden? Steinfurt? Warte, ach ja, jetzt taucht die auf, war ich schon richtig. Okay. Eieiei.
fällt. Wow. Wow. Wo lasst ihr mich denn raus, Freunde? Endlich Zivilisation. Okay, das ist... Was ist das für ein Schild? Wait, was steht da drauf? Es lässt sich nicht... Nee, krieg's nicht entziffert. Der erste hat's. Nicht gut. Der zweite hat's. Nicht gut. Iljuan. Ist das Frankreich? Oh mein Gott, ist das Frankreich? Nein. Belgien! So close. So close. Oh, guck mal, das wäre jetzt asiatisch das nächste geworden. Wahrscheinlich Japan. Wieso war ich nicht dabei? Aber man kann auch weiter. Man kann die Runden noch weitermachen und sozusagen einfach miträtseln. Ah! Das ist aber auch cool. Dann sieht man nämlich, was richtig war. Wie jetzt gerade Japan, ne? Das ging jetzt richtig fix. Die haben aber alle sofort Japan geschätzt. Also da hätte ich auch jetzt einfach durch Geschwindigkeit noch gewinnen müssen. Wer hat denn da? Warum? Das passt überhaupt nicht zu der Gegend. Ja. Das passt nicht zu der Gegend. Aller Autos Motors. Toller! Toller Autos Motors? Was? Das sieht aus, als wäre da irgendwas überfahren worden, aber es ist einfach nur... Was ist das? Ich glaube, da wurde wirklich was überfahren. Hey, was ist... Da liegt ein Stück Fleisch auf... Aber das war doch nicht überfahren. Da müsste doch noch... Was war das denn? Und es war Guatemala, okay. Meine ersten Vibes sind Europa. Straße, 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 Straße. Neuseeland, ja, ja moin. Jetzt spielen noch zwei. Jacobi und Dwider. Moin, könnt ihr uns erzählen, was hier los ist? Habt ihr das hier hingeschmiert? Das ist übrigens Art. Das ist Kunst. So könnte eine deutsche Schule sein, ne? Also gut, Schule ist es schon mal so nicht, aber Gastronomia, Konomedians. Schön, dass manche Dinge einfach länderweit gleich sind. Juigos. Also es ist schon wieder so südlich eher, auch von der Hautfarbe her. Auch nicht Europa, nee, ist nicht Europa. Ich meine, das heißt nichts. Natürlich könnte es auch eine Gegend sein, wo halt einfach mehr Menschen wohnen, die eine dunkle Hautfarbe haben. Das ist ja möglich. Aber es wirkt dann doch eher nicht, nee, bin ich blind raus mit Europa. Ich bin raus mit Europa. Das ist keine europäische. Ei? Es. Sowas dann wieder ist dabei, das würde ich eher nicht nach. Chile! Okay! Ja? Okay. Okay. Warum nicht? Irgendwo da unten bin ich. Fünfter. Oh gut. War auch nicht verkehrt. Ja, cool!
Würde ich sagen, beenden wir den Part an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.